Das zurückliegende Jahr war angesichts globaler Lieferprobleme und der alles überschattenden Corona-Krise nicht einfach. Und trotzdem ist die deutsche Wirtschaft 2021 spürbar gewachsen. Einzelheiten dazu jetzt von René Bucken aus der Frankfurter Börse. Immerhin geht es überhaupt mal wieder nach oben, könnte man sagen. Nachdem die deutsche Wirtschaft im Krisenjahr 2020 damals um satte 4,6% eingebrochen war. Im vergangenen Jahr nun also ein Wachstum von 2,7%. Dabei hatten Ökonomen eigentlich sogar mit mehr gerechnet. Die waren nämlich ursprünglich mal von 4% Wachstum ausgegangen. Und auch die Bundesregierung hatte zumindest auf ein Wachstum von 3,5% gehofft. Da fragt man sich natürlich, woran hat es gelegen? Und die Antwort lautet, wie so häufig im Moment, Corona. Denn auch nach fast 2 Jahren hat uns die Pandemie noch immer im Griff. Laut der deutschen Industrie haben viele Betriebe vergangenes Jahr vor allem unter den immer noch bestehenden Lieferengpässen gelitten. Da fehlten nicht nur Mikrochips, sondern auch andere wichtige Bauteile und Rohstoffe, vor allem in der Automobil-, Elektro- und Maschinenbaubranche. Dass das Wachstum der deutschen Wirtschaft nicht noch geringer ausgefallen ist, hat die Bundesregierung übrigens dem sogenannten BioNTech-Effekt zu verdanken. Laut Wirtschaftsinstituten wäre Deutschland ohne den Erfolg des Impfstoffherstellers nämlich bei einem Wachstum von 2,2% gelandet. Dass BioNTech so gut wirtschaften konnte, liegt daran, dass das Unternehmen kaum Vorprodukte aus dem Ausland brauchte und deshalb die Wertschöpfung quasi komplett im Inland stattgefunden hat. Der deutsche Aktienindex zeigt sich zum Wochenschluss eher verhalten. Kurz vor dem Wochenende steht der DAX bei 15.883 Punkten. Das sind 148 Zähler weniger als gestern. Wann die deutsche Wirtschaft die Krise dann endlich überwunden haben wird, da gehen die Meinungen auseinander. Manche Experten rechnen mit einer kräftigen Erholung im Frühjahr. Die deutsche Industrie geht davon aus, dass das erst im Sommer der Fall sein wird. René Bucken damit. Vielen Dank nach Frankfurt am Main. Die Inflation, die ist hoch, Lebenshaltungskosten steigen. Doch so manche Wünsche bleiben und um sie sich zu erfüllen, greifen Verbraucherinnen und Verbraucher immer wieder auch auf Kredite zurück. Neben klassischen Bankdarlehen werden am Markt mittlerweile auch sogenannte Peer-to-Peer-Kredite angeboten. Bei diesem Modell leiht eine Privatperson einer anderen Geld, vermittelt über eine Plattform im Internet. Über den Trend hat mein Kollege Klaus-Rainer Jackisch mit Sally Peters vom Institut für Finanzdienstleistungen gesprochen. Er fragte sie, warum solche Angebote immer beliebter werden. Das Modell ist so beliebt geworden, weil es recht einfach ist. Man muss nicht in eine Bank gehen, man muss sich nicht direkt im Gespräch rechtfertigen, wofür man das Geld benötigt, sondern man kann es bequem online von zu Hause machen, bekommt auch zügig eine Antwort und kann sofort mit dem Geld natürlich dann agieren und muss keinen komplexeren Prozess durchmachen, wie man es oft in der Bank machen muss. Das kann ja ganz schön mühselig sein, wenn man bei einer Bank einen Kredit haben will, auch für kleinere Summen. Das heißt, das kann man umgehen. Wer ist denn bereit, dieses Geld zur Verfügung zu stellen? Das sind Privatpersonen, die natürlich auf eine Rendite hoffen. In dem Bereich lässt sich oft eine einstellige Rendite erzielen. Da sollte man aber schon aufpassen, das Geld verteilen und gut überprüfen, wo man das Geld zur Verfügung steht. Denn alle Plattformen haben unterschiedliche Risikomechanismen und natürlich auch unterschiedliche Schutzmechanismen. Das heißt, von einem Teilausfall bis zu einem Totalausfall ist da leider alles möglich. Es gibt also ziemlich große Risiken, sowohl für Anlegerinnen und Anleger als auch für die Nutzerinnen und Nutzer selbst. Kommen wir gleich auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Schauen wir noch mal auf die Motive. Warum geben denn Personen doch mit relativ hohem Risiko? Warum sind sie bereit, dieses Geld überhaupt zur Verfügung zu stellen? Ja, sie sind dazu bereit, weil es da einfach nochmal eine höhere Rendite gibt, hoher einstelliger Bereich. Das sind höhere Renditen, als sich mit klassischen Sparprodukten machen lassen. Und auch für sie ist das ein relativ einfacher Weg, an Geld zu kommen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Plattformen selber auch Risikoscoring und Ähnliches machen. Und sie hoffen natürlich dadurch auch, ihr Geld dann wiederzubekommen und es dann vermehren zu können dadurch. Und die Kunden, wie können die sich absichern? Also die Geld leihen? Ja, die Geld leihen, können sich ja dadurch absichern, dass sie das Geld zum einen verteilen. Also ich würde niemanden raten, sein komplettes Geld in ein
Pott, sag ich mal, zu stecken, sondern das Geld schon zu verteilen, keine zu hohen Beträge einzusetzen und vor allem nicht den Notgroschen einzusetzen. Es sollte nur Geld eingesetzt werden, auf das ich verzichten kann, eben weil es bis zu einem Totalausfall kommen kann. Ich sollte mich sehr gut damit auseinandersetzen, wie ich mich davor schützen kann. Die ganze Idee hat ja auch durchaus idealistische Hintergründe. Die Ursprungsmotivation bei vielen Unternehmen war ja, dass man eben dann auch soziale Projekte oder eben gemeinnützige Projekte auf diese Weise unterstützt, für die man eben vielleicht bei einer Bank nicht so schnell Geld bekommt. Ist das immer noch so? Es ist grundsätzlich so, man kann auf jeden Fall sogar einen günstigeren Kredit als bei einer klassischen Bank kriegen. Das heißt, es lohnt sich zu vergleichen. Gleichwohl ziehen solche Angebote aber auch Personen an, die bei einer klassischen Bank aus guten Gründen keinen Kredit mehr bekommen würden. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen. Nur ist es ja so, dass wenn man also das macht als Verbraucherin oder Verbraucher, da muss man natürlich auch was bezahlen. Ist es denn teurer oder billiger als bei einer normalen Bank, sich Geld auf diese Art und Weise zu beschaffen? Ja, bis vor ein paar Jahren standen einige der Plattformen sehr in der Kritik, da man höhere Beträge zahlen musste, um so einen Kredit überhaupt in der Vorprüfung zu lassen oder so einen Kredit zu bekommen. Es ist nicht unbedingt teurer als bei einer klassischen Bank. Auch da lohnt sich wieder vergleichen. Es können höhere Zinsen sein, kommt letztlich aber auf den Einzelfall an. Wie sieht meine Einkommenssituation aus? Wie ist die Gesamtsituation? Wie hoch sind die Risiken? Wie hoch schätzt das Portal das Risiko ein, dass ich das Geld womöglich nicht zurückzahlen kann? Sie sprachen es schon an, der Weg ist in der Regel natürlich über das Internet, solche Verträge abzuschließen. Das könnte darauf hindeuten, dass vielleicht die jüngere Generation eher dazu neigt, sich diesen Produkten anzunähern. Ist das so? Kann man das sehen? Es gibt keine aktuellen Studien zu Nutzergruppen oder Ähnliches. Gleichwohl haben wir natürlich die letzten Jahre während Corona nochmal beobachtet, dass es mehr Menschen gibt, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und es liegt nahe, dass es womöglich eher jüngere Leute sind, die solche Angebote nutzen. Genauere Untersuchungen gibt es dazu aber nicht. Das sagt Dr. Sally Peters vom Institut für Finanzdienstleistungen. Herzlichen Dank für Ihre Informationen zu diesem interessanten Thema. Junge Menschen haben in der Tat die Finanzmärkte in den letzten Jahren wieder entdeckt oder neu entdeckt. Sie sind ja noch jung. Und da sieht man doch sehr deutliche Unterschiede zu den älteren Generationen, die ja sich vor allen Dingen im Aktienmarkt immer sehr schwer getan haben, traditionell hier in Deutschland. Da gibt es sehr viele Veränderungen in den letzten Jahren, weil eben junge Menschen sehr stark in Aktien investieren, sich dafür interessieren, verschiedene Produkte auf den Finanzmärkten eben sich deutlich weniger schwierig damit tun als die ältere Generation. Und es gibt mittlerweile einen ganzen Markt in den sozialen Medien, die speziell Informationen liefern für diese Generationen, um sich natürlich auch entsprechend zu informieren, häufig auf sehr amüsante Weise. Es gibt die sogenannten Fin-Influencer. Fin-Influencer, das ist ein Kunstwort, wie so oft in dieser Branche, aus dem Wort Influencer. Das sind also die Menschen, die Tipps und interessante Geschichten im Internet auf allen möglichen Kanälen erzählen. Und Fin und Influencer, Fin-Influencer, das ist also die Wortschöpfung. Und einer von ihnen ist Simon Schöbel. Er macht recht lustige Videos, wie ich finde, um vor allen Dingen junge Menschen über diese Thematik aufzuklären. Und in einem solches Video, das auf TikTok erschienen ist, das wollen wir Ihnen mal zeigen, da geht es darum, im Grunde um eine gewisse Warnung, dass man sich insbesondere bei Wechselkursgeschäften an den Devisenmärkten als normaler Verbraucher doch ein bisschen vorsichtig verhalten sollte. Boah, ich mache jetzt richtig Cash mit Forex Trading. Forex Trading, also das heißt, du spekulierst auf den Preisverlauf von Währungen? Ja genau, da muss man nämlich immer die News verfolgen und richtig schnell sein. Ah, heute ist der Euro im Verhältnis zum Dollar gesunken. So, jetzt schnell kaufen. Du, ich muss dir was sagen, weil Spekulation gegen den Währungsmarkt ist nach wissenschaftlicher Forschung ein reines Risikogeschäft und als sogenanntes Nullsummenspiel mit Gebühren darüber hinaus ein Verlustgeschäft. Ja, aber ich habe damit aber auch schon mal Geld gemacht. Du hattest da vielleicht mal Glück, aber langfristig spielst du da hauptsächlich gegen die ganz großen Investoren, die mit Algorithmen handeln. Oh, na gut, du hast ja eh recht. Ich folge dir ja schon und sage zukünftig nicht mehr. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. So kann man das auf TikTok sehen. Simon Schöbel, InvestScience, so ist sein Name dort. Und er ist uns jetzt zugeschaltet und wir wollen uns das mal etwas näher anschauen. Guten Morgen, Herr Schöbel. Lustige Videos mit sehr interessanten, aber doch sehr harten Fakten. Wichtige Nachrichten, insbesondere für die junge Generation. Warum spricht denn aus Ihrer Sicht die junge Generation so stark darauf an? Ja, also es ist so, dass in der jungen Generation oder auch bei aller Anleger in Deutschland die Einstiegsbarrieren sehr, sehr stark gesunken sind, um am Aktienmarkt zu investieren.
Während ich vor ein paar Jahren noch Kaufnebenkosten für 60, 70 Euro pro Aktie hatte, kann man das heute zu Nulltarif machen. Und zusätzlich ist es auch so, dass es neue Anlageklassen gibt, wo sich gerade die junge, technikaffine Zielgruppe verspricht, besonders viel Geld damit zu verdienen. Im Detail sind das Kryptowährungen. Ob das dann natürlich eintritt, darauf versuche ich dann auf TikTok, aber auch auf anderen Plattformen davor aufzuklären. Und nicht zuletzt ist natürlich auch das Informationsangebot, wie zum Beispiel auf TikTok, sehr, sehr stark gestiegen. Das heißt, junge Leute können sich da heute sehr, sehr einfach ein umfangreiches Wissensangebot aneignen. Das war noch anders vor einigen Jahren, als dieses Informationsmonopol hauptsächlich beim Finanz- oder Anlageberater lag. Naja, und bei mir auf TikTok ist es so, ich mache das eben auf eine etwas humoristische Art und Weise, damit diese doch recht drögen Finanzthemen dann für diese junge Zielgruppe auch wirklich aufgearbeitet werden. Und ja, das kommt zunehmend immer besser an. Genau, Sie haben sehr viele Follower, das spricht diese Generation sehr stark an. Das Interesse ist sehr stark. Jüngste Umfragen zeigen, dass rund 40% der Jüngeren sich für den Aktienmarkt interessieren und auch bereit sind, dort zu investieren. Das ist mehr als doppelt so hoch bei Generationen, die eben älter sind. Sie haben schon einen Grund genannt. Liegt es vielleicht auch daran, dass die Sorge in Ihrer Generation größer ist, dass die finanzielle Absicherung im Alter eben nicht mehr so gut ist wie vielleicht bei unserer Generation? Genau, Norbert Blüm hat ja mal gesagt, die Rente ist sicher. Die jüngere Generation geht wirklich stark nicht davon aus, dass die Rente sicher ist, sondern sie rechnet eher mit einer Absenkung des Rentenniveaus. Und ja, das führt einfach dazu, dass sich dann jüngere Leute, klar, am Aktienmarkt, aber auch generell mit dem Thema Finanzen vermehrt auseinandersetzen, weil sie eben das Bedenken haben, dass es später im Alter vielleicht mal nicht genug ist. Und natürlich ist da Investieren, aber auch eine finanzielle Bildung sehr, sehr hilfreich, um sich dann im Alter eben doch noch einiges leisten zu können, aber auch generell durchs Leben mit einer guten finanziellen Bildung durchzukommen. Und die Nachfrage, sie ist ja groß. Merken Sie das auch an den Rückmeldungen, die Sie bekommen? Gibt es da vielleicht Themenvorschläge oder Aspekte, die man gerne erklärt haben möchte und die Sie dann tatsächlich umsetzen? Genau, also das kommt selbstverständlich vor. Bei so einem TikTok-Video, was dann im Schnitt 100.000 Aufrufe hat, da kommen natürlich auch etliche Kommentare drunter. Aus den verschiedensten Zielgruppen, also man darf nicht vergessen, auch auf TikTok tummeln sich viele ältere Leute rum. Die Plattform ist generell sehr, sehr interessant für 14- bis 29-Jährige. Aber dadurch, dass es mittlerweile so, so viele Nutzer auf TikTok gibt, stellt es schon ansatzweise auch einen Querschnitt durch die Gesellschaft dar. Naja, und das führt dann natürlich dazu, dass ich gerne auch auf diese Kommentare eingehe. Und das ein oder andere Video wird dann auch umgesetzt. Beispielsweise das Video, was wir am Anfang gesehen haben zum Forex-Markt, das ist auch einem Nutzerwunsch ursprünglich entsprungen.